Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Sims 2 Freizeitspaß. Ja, ich habe jetzt die Freizeitspaß-CD installiert und noch läuft alles. Ruckelt ein bisschen, finde ich aber gerade nicht. Wir werden jetzt einfach sehen, ob es funktioniert und wir spielen dann halt einfach mit unserer lieben Penny weiter und ja, jetzt müsste es etwas länger dauern als sonst, aber es macht ja nichts. Ja, dann war einmal dieser Ladeball verarscht ein, aber richtig. Willkommen zum Erweiterungspack, die Sims 2 Freizeitspaß. Nein, ich will jetzt nicht, nein, ich möchte jetzt nicht. Okay, ja, so. Ja, dann spielen wir mit unserer lieben Penny weiter, aber ja, könnte klappen. Ich sage aber lieber nichts. So, gehen wir mal weiter. So, die ist jetzt mittlerweile wach. Oder hat sich wieder... Okay, sie hat sich verbuggt. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt hier einen Schreibtisch, einen Computer und ein Telefon. Hier habe ich die Küche ein bisschen vergrößert. Die wollte ich eigentlich da haben. Aber werden wir jetzt einfach versuchen. Ja. Und ja, ich würde sagen, dann spielen wir einfach mal. So, du hast hart. Kannst du nur auf Toilette gehen, benutzen. kannst du dir was zu essen machen, Süßigkeiten essen, Abendessen, Snacknudeln mit Käsesoße, ja. Also es läuft super, ich kann mich nicht beschweren. Okay, manchmal ruckelt es, aber sonst eigentlich nicht. Ja, Party für anrufen kann ich dann Transport, Notdienst, Arbeit. Nein. So, wann musst du denn arbeiten? Wir haben heute Montag, ne? Also Dienstag um 5 Uhr. Machen wir mal hier ein bisschen schneller. Dass du auch. Nein, es brennt. Löschen. Das habe ich mir doch gedacht. Nein, es brennt. Was ist denn für ein Scheiß? Gleich am Anfang der Folge. Mann. Ja, löscht du das oder soll ich die Feuerwehr rufen? Ja, okay. Mal duschen gehen, dann kannst du hier nur mit Käse nehmen. Ja, wünsche dir guten Appetit. Mann. Das sah gleich so aus, aber das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich kann aber jetzt die Tür abschließen. Glaube ich, wartet. Ja. Zuschließen. Für alle Sims verschließen. Nur mich zu lassen. Ja, so. Du warst duschen, Hunger hast du. Danach kannst du den Abfall aufräumen.
Ich könnte zwar jetzt cheaten, aber auch ich jetzt nicht kochen. Du sollst nicht kochen, du sollst essen. Okay. Kannst du... nein. Kannst du den Herd nicht säubern? Umgebung. Ja, schmeckt nicht, ne? Selbst schon, wenn man alles anbrennen lässt. Ja, letztes Mal haben wir nicht viel gemacht, aber... Ich glaube, danach könnte man noch schlafen gehen. Ja, hat sich vollkommen verbackt. Aber, ist nicht schlimm. Oh, ich glaube, ich müsste da mal wieder eben kurz runter machen. So. Wo gehst du hin? Okay, dass du hier eine Spiel oder? Achso. Wenn du dann morgen aufstehst, kannst du das wegräumen. Ja, also ich habe jetzt Freizeitspaß installiert. Noch klappt es. Post haben wir nix. So. Und dann läuft das jetzt mal ein bisschen schneller. Die muss, glaube ich, um 5 Uhr arbeiten bis 10. Das ist super. Guck, was verdient sie denn? 26 pro Stunde, okay. Also 126 pro Stunde. Was möchtest du machen? Jetzt möchtest du was abspülen. Kannst du hier mal chatten mit Daniel Alfred Robin? Chatte mal mit Robin. Robin Singer. Wenn er noch wach ist, heißt das. Gleich hell. Was möchtest du denn? Eine Bar kaufen. Okay. Versuche ich das. Dahin. Okay. Geht leider nicht. Nehmen wir mal auf Hobbys. Was kann man denn hier holen? Eigentlich. Irgendwo hatte ich doch gesehen, dass man sich so ein Schrottauto kaufen kann. Ist das ja hier bei. Ne, leider nicht. Vielleicht hier irgendwo draußen vielleicht. Hobbys. Doch, da. Kostet 800. Aber das Auto. Okay. Das Auto müssen wir uns dann holen, damit. Fähigkeitspunkte, wie viel hast du denn schon überhaupt? Belohnungspunkte. Jetzt da. 2500. Jetzt will ich mal wissen, ob die hier auch. Leider nicht. So. Ja, dann ist jetzt fertig, was passiert. Okay, du spielst noch nur mal schneller. Die Fahrgemeinschaft für Penny fährt in etwa einer Stunde. Was hast du genug? Dann mach noch mal kurz Frühstück. Müsli geht schnell. Und dann kannst du auch danach duschen gehen. Wird ja schön für die Arbeit sein, ne? Vielleicht kannst du dann auch nochmal besuchen. Die Hygiene ist eigentlich soweit ganz gut. Nur mit Freunden, also sozial, ist halt noch ein bisschen, ja, kann man sagen. Aber nicht schlimm. So, du bist mal ein bisschen schneller, meine Liebe. Bevor du gleich zur Arbeit musst. Schneller. So.
Ach Mann. Kann ich erst auf Klo gehen und dann arbeiten gehen? Ja, wir müssen nur kurz duschen. Ja. Ja, wir kommen ja schon. Guck mal, was das hier für eine Schrottkarre ist. Müsst ihr ja gleich mal gucken, wie die hier wegtuckert. Die tuckert gleich richtig, also richtig weg. Wie die hier wegtuckert, ey. Ich kann nicht mehr. So, jetzt können wir das. So. Post ist nicht da. Kannst du das Klo sauber machen? Ne, abziehen. Wie geht? Warum ist das gerade so schnell? Ja, so, ich habe gerade auch schon mal eine Baufolge aufgenommen. Mal schneller hier, dass das auch schnell aufzählen geht. So, dann finde ich ja. Kannst du Toilette gehen? Freund, ah, super. Dann kannst du. Okay. Ja, schlafen brauchst du nicht jetzt. Okay, dann. Würde ich sagen, machst du mal einen Schritt schneller. Beeil dich. Noch eine halbe Stunde hast du noch. Beschleunigen wir mal ein bisschen, dass du auch. So. Da ist er auch schon wieder und dann kommt noch. Was willst du hier? Wer ist das? Was willst du? Genau. Ach so, ich bin ja humble. Ich bin gekommen, um dir. Ach so, ja, okay. Also, so, das ist dieser Herr Humble. Ja, ich weiß, die Post kommt. Können wir aber später machen. Inventar. Ne. Ach, ich muss das ja erst auspacken. Lustig. Wieso sind die Wände eigentlich so weit oben? So. Ach, ist ja geil. Stand draußen und das Paket steht halt hier drin. Herr Handel schenkt dir und deiner Familie einen neuen Computer. Vielleicht sind die Maschine und das zugehörige Spiel ja ein gutes Omen. Der ganze Computer wurde in deinem Inventar abgelegt. Viel Spaß. Ja, dann, wer bist du? Die Nacke, keine Ahnung. So, du gehst auf Toilette, dann kannst du mal die Post holen. Und ich, bevor wir hier gerade mal irgendein aus dem PC dann halt mal kurz verkaufen. Und ich habe wieder etwas Geld. Gehen wir mal kurz ins Inventar. So. Die kannst du dann gleich bezahlen. Auch 62, ja, geht ja noch. Viele Fähigkeitspunkte hast du? Komm mal da. Also, Fähigkeit 2000. Was haben wir denn? Na, den brauchen wir. Den Geldbaum auch. Aber ich kann dir den Wunsch eben kurz erfüllen. Eine Bar kaufen. 600. So, 600 haben wir. Möchtest du als nächstes mit Robin tanzen? Ja, okay. Techtelmechtel. Flirten. Ach. Witzig ich sein. Ich glaube, die stehen mal. Ne, die stehen mal hinten in den Garten. Drin zubereiten. Ich glaube, jetzt können wir uns den Geldbaum leisten. Ja.
kommt ja sowieso keiner rein. Also, die Tür ist halt abgeschlossen. Ja, stimmt, ich konnte ja mit dem Geldbaum irgendwann machen. Rumbasteln. Hä? Achso. Gießen, Simoleons ernten. Kannst den Baum gießen. Die Musik, die da gerade lief, die war cool. So. Wir haben 701 Simoleon. Guck mal, wie viel wir rausbekommen. Ach, ein Simoleon, da ist das wenig. Kannst du einen anderen zubereiten? Drink zubereiten. Energie möchtest. Das dann. Ist der neue Rechner, der sieht zwar cool aus mit dem Bunny drauf hier an der Seite, aber sonst geht's eigentlich. Du kannst eigentlich nur schlau oder entspannen. Kannst du entspannen. Ja, die Folge geht ein bisschen länger als die sonstige Folge, aber nicht schlimm. So. Wenn du entspannt bist, kannst du mal Sim anrufen. Einfach mal. Das Entspannen bringt auch nicht viel. Egal. Dann ruf mal da einen Sim an, gucken, wer rangeht. Und ja, mit wem möchten wir denn plaudern? Wir können, mit Robin. Kommen wir, also das hier ist ja der Benjamin Zimmer und das ist halt der Sohn dann davon. So. Haushalt einladen, nur plaudern. Ich würde mal sagen, nur plaudern, oder? Ne, wir können ja einladen, gucken, was passiert, ob der dann gleich kommt. Meine Schiri-Beraterin hat mir gesagt, heute zu Hause zu bleiben. Ich kann also leider nicht kommen. Blöd. Meine, was für eine Beraterin? Baum. Was ist ein Name Baum? Ach so, die Familie Braun. Wie ihr auch gerade seht, sind hier auch Nachbarn. Holzweg. Lila hat sich angemeldet. Wie ist angemeldet? Achso. Ich war jetzt hier am PC, okay. Wir sind so, ja. Das ist, keine Ahnung, irgendjemand. Aber ich kann die ganzen Büsche hier verkaufen. Zum Beispiel der, ich mag. Ach, der habe ich auch nicht gebracht. Haben wir noch irgendwelche Bäume reinkommen? Der hier hinten möchte ich zum Beispiel nicht haben. Der stört halt einfach auf meinem Grundstück. Und ja. Kann ich das so verkaufen? Ne, schade. Kann ich da hier reinziehen? Ne. Schade. Egal. Haben wir wieder 1000. Und ich habe nicht gecheatet. Ich, wie schon gesagt, ich könnte cheaten, bin ich aber nicht. Und ja. Was hast du eigentlich gerade? Chatten mit Benjamin. Aha. Zum Mittagessen. Säubern. Und Mütterchen kommen wir mal dazu nicht. Ja, wir sind schon. Benjamin Lange.
Kenne ich den? Nein. Lili hat sich angemeldet. Ja, so. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war wieder von der Folge. Ja, in der zweiten Folge fängt sie einfach an zu brennen. Also, ne. So. Ich würde sagen, das war's von dieser zweiten Folge von Die Sims Freizeit 2 Freizeitspaß. Und ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was wir mit Penny machen sollen. Ob jetzt einen Mann kennenlernen oder zum Beispiel, wir können auch mit ihr die 100 Baby Challenge machen. Das hatte ich eigentlich eher vor, aber hier bei den Sims 2 ist das immer noch etwas komplizierter, aber nicht schlimm. Schreibt doch gerne mal eure Vorschläge in die Vorschläge und in die Kommentare, dann weiß ich nämlich Bescheid. Ja, ich würde sagen, das war es wieder von dieser Folge und ich würde sagen, ich bin raus. Tschüss.